So, eben noch die Schuhe aus. Zack. Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich hole eben kurz ein paar Papiere, beziehungsweise nicht alle, denn das große Thema Wohnmobil kaufen ist so umfangreich, dass, wenn ich da jetzt ein Video draus machen würde, würde das über 3 Stunden gehen. Letztendlich in kurz und knapp erkläre ich euch jetzt das Thema Wohnmobil kaufen, gebraucht oder auch neu. Ja, ich habe mal so ein bisschen was mitgebracht. Ich sag mal, das Allerwichtigste ist, da bleibe ich dabei, wie riecht so ein Wohnmobil? Hat so ein Wohnmobil eine Geschichte? Gibt es dazu ein Heftchen? Kann ich da irgendwas nachlesen? Was ist mit Gebrauchsanleitung, Betriebsanleitung, Papiere, alles, was da zugehört? Ja, das Wohnmobilthema ist wirklich so umfangreich. Ich habe unten in der Beschreibung eine Checkliste drin, beziehungsweise auch einen Link zu einer Checkliste, sodass ihr die nutzen könnt und macht euch ein Häkchen. Ich bin jetzt hier alleine. Ich würde auch niemals alleine ein Wohnmobil kaufen oder ein Gebrauchtfahrzeug. 4 Augen oder sogar mehr Augen sehen mehr. Dann nehmt ihr auch ein Klebchen mit, Post-it oder ähnlich und markiert euch die Stellen, wo ihr sagt, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden, nachregulieren oder halt dann halt, ne, das große Thema kriegsentscheidend Preisverhandlungen. Ja, makellos hin oder her, man findet immer was. Und wenn nichts zu finden gibt, wow, dann habt ihr wirklich einen Exoten. Und das große Thema, ja, angemeldet lassen, ja, nein. Ich sag ganz klar, meldet die Kiste ab. Übergebt das Fahrzeug, abgemeldet, macht keinen Mist mit, ja, fahr euch 600 Kilometer nach Bayern runter, ich vertraue dir da, alles gut. Nein, wir haben jederzeit die Möglichkeit, ein Fahrzeug über eine Tageszulassung anzumelden. Oder zuzulassen und dann die Möglichkeit, ne, für den potenziellen Käufer, dass der dann zum Straßenverkehrsamt geht und sein Fahrzeug dann ordentlich anmeldet. Die Möglichkeit gibt's. Das kostet ein bisschen was, guckt da einfach im Internet nach bei eurem Straßenverkehrsamt. Ist gar kein Hexenwerk. Und der Verkäufer hat das Glück, dass mit seinem Fahrzeug nicht irgendein Mist gemacht wird. Oder, falls es zum Crash kommt, du dann mit deiner Versicherung diskutieren musst, warum und wieso. Und all diese Punkte packe ich euch unten rein. Wie gesagt, es ist nach meiner persönlichen Meinung, nach meinem persönlichen Empfinden, das große Stückchen, da wurde ich wirklich alleine gelassen. Übergabe nach Herstellervorgaben. Viele Hersteller haben eine Riesenliste, was der Händler übergeben soll. Und da bin ich ehrlich, so schwer ist das eigentlich gar nicht, dass man sich als Händler daran hält. Ich bin ehrlich, meine Übergabe, ich gucke, ob ich das Video nochmal online stellen kann. Ich muss ein bisschen was bearbeiten, denn auch hier auf dem Prospekt ist ein Händler drauf, den ich nicht mehr erwähnen möchte, weil er für mich ein K-Händler ist. Ist einfach so, Pech gehabt, schade Marmelade. Letztendlich gibt so ein Fahrzeug ja eine riesen Gebrauchsanleitung her. Und wenn ich weiß, es ist viel. In der Summe sind es, ach gut, die haben das ja nicht chronologisch gemacht, ist kein Problem. Wir gucken mal, hoppadabada. Nehmen wir mal den deutschen Part. Ne, da sind noch ein paar Zusatzextras, aber ist egal. Ne, grobe Kelle, 150 Seiten. Das heißt 150 Seiten, ne, Inhaltsverzeichnis und Co., die euch ja letztendlich bei der Verhandlung oder auch beim Auffinden von Fehlern helfen können. Das heißt, wenn man sich an der Bedienungsanleitung langhangelt und die wichtigen Punkte bespricht und zeigt und kontrolliert, ja, dann kann doch fast gar nichts schief gehen. Das heißt, wenn man das in Zusammenarbeit mit der Kombination mit meiner Liste macht und auch wahrnimmt, dann habt ihr das Glück, dass eure Übergabe definitiv besser läuft. Und ich schwöre darauf, pocht darauf, pocht auf eine ordentliche Übergabe. Lasst euch nicht abspeisen mit einer halben Stunde und mit einer Stunde. Für den Kastenwagenbereich, das habe ich gelernt, 6,36 Meter, da reicht niemals eine Stunde. Du hast oder ihr als Familie habt oder ihr als Pärchen oder habt jede Menge Fragen und die sollen natürlich vor Ort
geklärt werden. Und nur, weil man verkaufen möchte und man das Zeitfenster für eine Übergabe klein hält und Druck aufbaut, nein, nein, machen wir später, brauchen Sie nicht, machen wir später. Nein. Pocht da drauf, wir reden hier über verdammt viel Kohle und lasst euch da nicht abspeisen. Wirklich, das ist ganz wichtig, weil die Branche da draußen lebt damit, ja, weißt du was, habe ich auch schon gelernt, mache ich auch, baue ich auch mit ein. Ne, kommst du als Kunde hin, ja, ich würde mir das Fahrzeug gerne angucken. Ja, entweder sagen die, okay, wir müssen einen Termin machen, weil da würden wir ihn gerne zeigen, so, ne, das Fahrzeug. Oder der Klassiker, Schrottikowski-Händler, ehrlich. Ja, hier, nehmen Sie einen Schlüssel, gucken Sie. Und wenn Sie kein Interesse haben, das Auto verkauft sich so oder so. Ja, Herrgott, Kiste, ehrlich, das ist denen ihr Steckenpferd, so eine Kiste hier zu verkaufen. Also das ist kundenunfreundlich. Und ich sag mal, ein sehr, sehr netter Kumpel und Arbeitskollege, lieben Gruß, der hat ganz klar gesagt, bei dem Händler hier, weißt du was, da muss ich nicht kaufen. Auf dem Hof gekommen, dauerte keine paar Minuten, sind sie schon wieder gefahren. Weil man sich keine Zeit hat genommen für den Kunden. Ja, und jetzt immer dieses Stückchen, sich keine Zeit nehmen für die Kunden, das ist Katastrophe. Wir reden hier über verdammt viel Kohle. Und das finde ich wirklich erschreckend. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, wenn ich irgendwann mal hier verkaufe, dann bekommt der zukünftige Käufer, Käuferin und divers natürlich eine ordentliche Übergabe. Eine ordentliche Übergabe, ja, die auch als Vorbildsübergabe fungieren könnte. Und die mache ich ganz klar nach den Vorgaben, wie hier unten in der Beschreibung beschrieben. That's the plan. Also ganz einfach, wenn man sich an die Punkte hält und alles nach und nach kontrolliert. Thema Checkliste, ich habe ja auch mal einen Gebrauchtwagen gecheckt, einen Opel. Packe ich euch in die Infokarte rein, könnt ihr auch durchgucken, ist ähnlich. PKW ist natürlich eine ganz andere Liga, beim Wohnmobil gibt es natürlich viel mehr zu beachten, aber ich verschmelze diese Checkliste mit der Wohnmobil-Checkliste und mit der Checkliste allgemein, Wohnmobil, was muss ich beachten, und dann habt ihr was Feines, womit ihr arbeiten könnt. Und ich konnte dem Wunsch einiger Zuschauer nachgehen, die gesagt haben, Ronny, es wäre cool, wenn du da was entwerfen könntest. So viel gibt es noch gar nicht. Und ich mache es ganz einfach. Eine Liste, wo ihr abhaken könnt, wo ihr durchstreichen könnt, wo ihr Notizen machen könnt und, und. Also mega einfach, mega unkompliziert. Weil ihr müsst ehrlich sein, so ein Wohnmobil bringt halt verdammt viel mit. Das muss verdammt viel übergeben werden. Und da geht natürlich gerne auch mal was durch, weil natürlich dann auch piep, 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 die Uhrzeit Druck aufbaut. Ich gucke mal auf Uhr, jo. In aller Früh, ne, auch das Stückchen, 10.44 Uhr aktuell. Ich habe schon ein paar, ja, wo ich gesagt habe, ne, ein paar Geschichten bekommen, wo ich gesagt habe, ach, hör doch auf, erzähl mir keinen Mist, ey. Doch, da wurde Geld auf den Tisch gelegt. Da wurde gesagt, wir nehmen das Auto, schreib einfach drauf, Übergabe, alles cool. Wir wollen gar keine richtige Übergabe haben. Dann sind die losgefahren. Und dann ging es halt los, ne? Wo geht das Klo, wo geht das Gas, wo geht das? Und dann, ja, Verkäufer ging natürlich, dann rappelte das Telefon. Er hat gesagt, ich mach sowas, das ist Katastrophe. Man hat daraus gelernt, wenn ich irgendwann mal wieder mein Wohnmobil verkaufe, nein, aber auch dahingehend, macht die Übergabe bei Tageslicht, dann seht ihr das Fahrzeug, ihr seht Macken und Co., und wenn nicht, ab in eine Halle, die gut beleuchtet ist, dass ihr wirklich alles sehen könnt. Ja, Augen auf beim Wohnmobilkauf. Das ist das abschließende Wörtchen, der abschließende Satz. Augen auf. Jo, ich sag ganz klar vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich habe es extra kurz und knapp gehalten, weil so eine Übergabe würde wirklich dann den Zeitrahmen für so eine Kameraaufnahme sprengen. Ist kein Problem, in der Kürze liegt die Würze. Waren ja auch ganz viele Zuschauer, die gewünscht haben, Ronny, ab und zu mal vielleicht nicht so viel quatschen. Ja, weiß ich. Ich mache die gute Mischung. Das ist die gute Mischung. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch und drücke euch natürlich viel Glück und drücke euch natürlich die Daumen bei euren, ja, Wohnmobiltraum, sodass ihr was Ordentliches findet und auch preislich was Ordentliches findet. Vielleicht ist das Video in 20 Jahren immer noch online. Also 2022, das Jahr der, ja, überteuerten Wohnmobile, die angegeben werden, Jahr 2022, Modell 2022, das Modell ist 2019, also überhöht verkauft. Ne? Es ist halt die Geschichte, ganz viele wollen Camping und ganz viele werden natürlich auch über den
Tisch gezogen. So. Also, ich lasse euch 1, 2, 3, 4 Abspannkarten drin. Klickt euch rein, glücklich sein und allzeit gute Fahrt. Oder in Zukunft allzeit gute Fahrt. Ciao, ciao.